Heute koche ich ein veganes Spinatcurry in nur 15 Minuten. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Christine von Koch Vegan und koche heute ein veganes Spinatcurry mit Kichererbsen in auch nur 15 Minuten. Alle Zutaten findest du wirklich in jedem kleinen Discounter und dafür brauchen wir auch keine extravaganten Zutaten, auch keine extravaganten Gewürze. Das Schöne an Spinat ist, dass es wirklich sehr viel Eisen enthält. Allerdings enthält es nicht so viel Eisen, wie man lange Zeit glaubte. Das war einfach damals ein Kommafehler. Enthält aber trotzdem eine nennenswert hohe Menge an Eisen. Wir brauchen dafür einfach Tiefkühlspinat. Du kannst natürlich auch rohen Spinat nehmen. Allerdings würde ich dir auch immer Tiefkühlspinat empfehlen, weil da einfach auch mehr Nährstoffe auch enthalten sind. Weil nach der Ernte wird der Spinat direkt schockgefroren und dadurch werden viele Nährstoffe noch erhalten bleiben. Dann haben wir Kichererbsen, Kokosmilch, eine Zitrone, dann natürlich eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen, Curry, Salz und Pfeffer. Das war's auch schon. Die genauen Angaben findest du auch nochmal auf meiner Seite kochvegan.de. Steht unten in der Beschreibung mit drin. Und dann können wir auch schon anfangen. Als allererstes schneide ich die Zwiebel und den Knoblauch. Also ich würde euch immer empfehlen, so einen Müllbehälter euch da hinzustellen. Nicht so, wie ich es jetzt hier mache. Das ist einfach viel einfacher dann. Sagt mein Bruder auch immer. Mein Bruder ist gelernter Koch und die haben in der Küche auch immer irgendwo einen Behälter, wo sie den ganzen Müll immer reinmachen. Ich würde dir auch immer empfehlen, dass du wirklich immer mit zwei Knoblauchzehen arbeitest, weil die einfach vom Geschmack her später noch so viel reinbringen. Allerdings sind die Knoblauchzehen, die ich jetzt hatte, so groß, dass ich jetzt eine lasse, das reicht. Aber wenn du jetzt kleinere hast, nimm wirklich zwei oder manchmal auch sogar drei, weil sie sind halt wirklich ein intensiver Geschmacksträger. So, das war's auch schon mit dem Schneiden. Als nächstes schalte ich schon mal den Herd an auf mittlere Stufe, mache ein bisschen Öl rein und währenddessen werde ich die hier ausspülen. Bei Kichererbsen kannst du auch mal schauen, ob du jetzt wirklich getrocknete nimmst oder welche in der Dose. Die aus der Dose haben leider nicht mehr so einen hohen Nährstoffgehalt, weil sie schon vorher zweimal gekocht wurden und zweimal verarbeitet wurden. Und getrocknete Kichererbsen haben viel mehr Nährstoffe. Deswegen kannst du dir auch überlegen, ob du eventuell auch einfach getrocknete Kichererbsen nimmst. Allerdings ist es bei getrockneten Kichererbsen so, dass du sie halt vorher einweichen musst. Und die Zeit habe ich nicht. Ja, keine Lust, einen Tag vorher Kichererbsen einzuweichen. Weil ich möchte ja dann jetzt kochen und da habe ich jetzt gedacht, oh nee, jetzt muss ich ja einen Tag vorher die Kichererbsen einweichen. Deswegen nehme ich immer Kichererbsen aus der Dose. Oh, es ist soweit. So, da schwitze ich jetzt ungefähr so eine halbe Minute an, dass die Zwiebeln und der Knoblauch schön glasig werden. Und dann gebe ich die Kichererbsen hinzu. Ich bereite mich auch schon mal vor, das zu würzen, weil wenn ich das gleich am Anfang an mit Curry würze, dann schmeckt das auch intensiver am Geschmack. Ich öffne auch schon mal meine Kokosmilch, weil bei der Kokosmilch müsst ihr mal drauf achten. Oft ist es so, dass sich das halt oben das Feste gesammelt hat. Dann müsst ihr das einfach nur mal kurz umrühren und dann wird es wieder flüssiger. Ja, ein bisschen vorsichtig. So, jetzt gebe ich Kichererbsen zu. Und jetzt kommt mein Curry. So, und schön darauf achten, dass dann wirklich jede Kichererbse auch mit Curry ummantelt ist. Ein komisches Wort. So, und so passiert das dann, wenn man eben nicht vorsichtig mit dem Löffel reingeht. Das habe ich jetzt auch noch mal ungefähr eine Minute angeschwitzt, damit sich die Röstaromen bilden, weil wenn du Curry anbrätst, dann bilden sich Röstaromen und es schmeckt einfach dann nochmal intensiver. Voller Kokosmilch, naja. So, und das lösche ich jetzt mit der Kokosmilch ab. Und das köche ich jetzt ungefähr nochmal 5 Minuten vor sich hin und dann gebe ich den Spinat hinzu. Ich mache das hier mal sauber. Das geht ja so nicht. So, jetzt mache ich auch schon meinen Tiefkühlspinat rein. Auch noch mal ein Tipp, was heißt ein Tipp? Eine Empfehlung, warum Tiefkühlspinat? Bei rohem Spinat ist es so, dass der jeden Tag wichtige Nährstoffe verliert. Und beim Tiefkühlspinat halt nicht.
Jetzt warte ich eigentlich nur noch, bis der Spinat sich aufgelöst hat. Und dann gebe ich eine Zitrone hinzu. Also ich würde euch auch empfehlen, dass ihr Zitrone rüberträufelt, weil dann wirklich das Eisen im Spinat besser von unserem Körper aufgenommen wird. Vitamin C fördert nämlich die Eisenaufnahme. Allerdings auch wirklich erst zum Schluss reinmachen, weil Vitamin C hält keine hohe Hitze aus. Deswegen, wenn es köchelt, noch keine Zitrone reinmachen. Wirklich erst vom Herd runternehmen, kurz abkühlen lassen und dann die Zitrone rüber. So, jetzt mache ich natürlich erstmal Salz rein. Und ein bisschen Pfeffer. Und achtet auch mal bei dem Gericht darauf, dass ihr das nicht doppelt aufwärmt. Also ihr könnt Spinat aufwärmen, allerdings würde ich euch empfehlen, es wirklich nur einmal zu tun. Und ganz wichtig, im Kühlschrank lagern. So, jetzt träufe ich die Zitrone noch rüber. Sehr gut. Ich mache jetzt auch nur die halbe Zitrone rein, weil die Zitrone relativ groß war. Und wenn ich jetzt noch die andere Hälfte reinmache, dann wird es zu säuerlich. Also das passt schon vom Zitronengehalt her. Es hat mich jetzt tatsächlich eine 15 Minuten Zeit gekostet. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du kochst es mal nach und schreibst mir auch mal in die Kommentare, wie es dir gelungen ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Wieso mache ich immer diese komischen Bewegungen, ey? Ich möchte das in die Kamera sagen. In die Kamera. In the camera. Camera. Das ist so behindert. Kniebel. Was ist das? Weg. Weg.